So, meine Leute, und willkommen zurück zu MKW Online. 3, 2, 1. Los, immer noch mit dem Mii, immer noch in der gleichen Gruppe und immer noch ist es verdammt heiß draußen. Es ist echt das Grauen. Und ja, es ist... Boah, was geht denn hier gleich zum Anfang wieder ab, Mann? Nach 13 Sekunden schon, was weiß ich, wie viele Itemtreffer bekommen. Perfekt. So lobe ich mir das. Was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, es ist draußen voll heiß und das Heiße bringt bei mir so ziemlich immer Kopfweh mit. Und Kopfweh ist nicht so cool und Kopfweh ist, macht keinen Spaß. Und bei Kopfweh hat man auch eigentlich nie so den mega Bock aufzunehmen. Aber ich habe eigentlich keine Parts mehr und außerdem habe ich gerade sowieso Lust gehabt, MKW zu spielen, also warum nicht? Auch wenn ich Kopfweh habe. Das ist mir egal, ich widerstehe dem Drang, nicht aufnehmen zu wollen. Oder was heißt nicht aufnehmen zu wollen? Ich will ja aufnehmen, ne? Ich widerstehe dem Drang, nicht aufzunehmen, weil ich denke, ich sollte nicht aufnehmen, obwohl ich aufnehmen will. Hat das jetzt irgendjemand kapiert? Ich glaube ja nicht. Ich habe noch ein Thema, also das mir von jemandem geschrieben wurde. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wer es war, deswegen muss ich das sowieso in der Pause mal noch nachschauen und ich muss auch noch mal nachschauen, was das Thema überhaupt war. Auf jeden Fall habe ich es gescreenshottet mit meinem iPod, also war es doch interessant genug, es in meine engere Auswahl zu schaffen. Genau. Und ich habe so das Gefühl, das will nichts mehr so richtiges werden. Na wobei. Schock! Blitzen heißt das Spiel. Na, dritter. Wenn das tatsächlich der dritte ist, dann bin ich noch zufrieden damit. Weil auf Luigis Piste kann man ja nie wissen. Ein Goldstrom wäre natürlich cooler gewesen, weil damit ist man natürlich immer ein bisschen schneller als im Stern plus 3. Juppidu. Und wir sehen uns dann im nächsten Rennen. Klasse gemacht, Raum. Da haben doch tatsächlich welche Geister teilgewählt, nur weil ich mit einem Thema anfangen wollte. Dann rede ich jetzt noch nicht über das Thema, aber ich werde über was anderes reden. Genau, wer hätte das gedacht? Und zwar, ja, zurzeit oder in letzter Zeit oder zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, habe ich in den letzten Tagen öfter mal so ein paar andere Videos hochgeladen, die nichts mit LPs zu tun hatten. Das Video nehme ich so ungefähr da auf, als diese Info kam, dass ich mal ein Wochenende nicht da war. Also, ja, schon ein bisschen danach, 3, 4 Tage danach oder so. Und ja, da kam dann, die coolsten oder die besten, für mich die besten Lieder von Papa Fiat Music und davor kam noch ein Best-of von Rosenblütes, Portal LP und so weiter. Und mir ist aufgefallen, dass... Scheiße, ich habe gedacht, ich werde früher groß. Oh nein, ist ja schon dritte Runde. Okay, das war richtig. Oh Gott, wie blöd bin ich denn? Ja, und mir ist aufgefallen, dass die Videos irgendwie immer 2 Daumen nach unten hatten. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil die anderen Videos haben keine Daumen nach unten. Zumindest keine 2. Manchmal 1, aber auch nur manchmal. Und ob das dann daran liegt, dass die dann denken, ja, ist kein LP, ist ja scheiße. Gebe ich einen Daumen runter oder was denen da durch den Kopf geht. Vielleicht ist es halt auch, dass denen die Videos nicht gefallen. Aber es ist schon auffällig, dass es immer bei anderen Videos in Anführungszeichen ist, die halt nichts mit LPs zu tun haben mal. Und ja, in letzter Zeit habe ich wirklich öfter mal Videos so hochgeladen, weil mir andere Videos machen genauso viel Spaß macht wie das LPen tatsächlich. So Best-ofs machen doch durchaus schon ganz gut Fun. Plus 2, ja Mann, das habe ich mir schon immer mal gewünscht. Wuhu, dum 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 dum, es ist Kokospromenade. Ah scheiße, jetzt habe ich's verkackt. Egal. So. Scheiße, ich habe nicht geschaut, von wem das Thema war. Verdammt, ich bin so unglaublich schlau. Es ist unglaublich. Ich fahre jetzt mit einer Hand, ohne wirklich auf den Bildschirm zu schauen. MyTrash-Channel hat vorgeschlagen oder hat die Frage gestellt, was ich glaube, ob das deutsche Schulsystem halten wird, wie es so im Moment ist. Ja, um das mal irgendwie so zu erläutern, also wer es nicht weiß, ne? Ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist. Ich glaube 2, 3 Jahre. So, pipapo.
Da wurde das ja umgestellt, dass man jetzt ein Jahr weniger auf dem Gymnasium hat. Also ich kann jetzt nur über das Gymnasium reden, weil bei den anderen weiß ich es jetzt nicht, ob das da auch verändert wurde, aber ich glaube, da blieb das gleich. Auf jeden Fall hat man auf dem Gymnasium jetzt ja ein Jahr weniger, als es zuvor immer war. G8, ne? Kennt ihr? Habt ihr schon mal gehört vielleicht? Und ja, das ist dann halt so, dass der Stoff schneller durchgebracht werden muss, aber man halt auch für fertig ist und schneller Geld verdienen kann, ne? Ist, denke ich, noch relativ logisch. Und ja, da ist dann halt die Frage, ist es gut, den Schulstoff schneller durchzupauken und dann aber nicht mehr so auf Details einzugehen? Ich bin so gut, ey, meine Fresse, verpiss dich doch, du doofe Rolltreppe. Du hast mir das Rennen schon verkackt. Ist das gut, den Stoff dann so durchzuholzen? Ich weiß ja nicht. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob er gemeint hat oder ob er das damit gemeint hat. Ob ich denke, dass das Schulsystem so halten wird. Man kann das natürlich auch auf die Zukunft bezogen betrachten und sich dann denken, ja, wie verändert sich denn so die Schule? Was oder gibt es das oder gibt es den Unterricht wie heute dann überhaupt noch in Zukunft irgendwann? Es kann natürlich sein, dass das Ganze von der Technik abgelöst wird, dass man nur noch zu Hause auf dem Sofa mit Laptop sitzt und man die Hausaufgaben halt über E-Mail schickt oder so. Das kann tatsächlich vorkommen. Oder dass man halt in der Schule vor Bildschirmen nur noch hockt. Einfach weil halt Technik und so immer weiterentwickelter wird. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das... Also ich glaube nicht, dass das so allzu schnell durchgesetzt wird. Es gibt tatsächlich schon Schulen oder so, die schon ein bisschen moderner sind als andere. Aber jetzt wirklich, dass nur Frontal-PC-Unterricht in Anführungszeichen ist, das gibt es meines Wissens nach nicht. Und ja, ich denke mal, ich weiß jetzt nicht, wie genau die Frage gemeint war. Also kann ich da jetzt schlecht Stellung zu nehmen, ne? Ich will den... Ja, der hat den Pau durchgedodged. Was ein Opfer! Ah, gut. War das das... Ach so, das wäre jetzt das dritte Rennen, okay. Ich habe schon gedacht, das wäre wieder das letzte. Also ich denke mal, das Schulsystem so in der Art wird die nächsten Jahre schon noch halten, aber irgendwann ist es bestimmt anders. Aber das ist noch in weiter Zukunft. Man kann halt nicht in die Zukunft sehen, deswegen kann man da nur spekulieren. Ja, das wäre mal was, wenn man in die Zukunft sehen könnte. Ui, ui, ui. Aber da ist auch wieder die Frage, ob man das überhaupt will. Ja, das wäre auch mal ein spannendes Philosophiethema. Möchte man in die Zukunft sehen? Aber ich möchte euch jetzt nicht hier mit irgendwelchem Geschwafel zumüllen, also lasse ich das einfach mal. Oh, nee. Oh Gott, jetzt ist hier so eine mega Monster-Fettfliege, die mir im Gesicht rumschwirrt. Das macht natürlich Spaß. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Vielleicht könnte ich mal erwähnen, dass ich zurzeit, ich kann ja mal so sagen, was abgeht. Ferien haben begonnen. Heute war bei mir letzter Schultag, also wenn ihr das seht, ist das schon wieder ewig her, ich weiß, aber ist egal, ich will das trotzdem mal erzählen. Zeugnis bekommen und so ist ganz in Ordnung. Also die Noten haben sich im Gegensatz zum Halbjahreszeugnis eigentlich nur verbessert, außer in einem Fach. Also kann ich da nur glücklich drüber sein. Und ja, ich bin auf jeden Fall versetzt, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ich bin sitzen geblieben. Nein, ich bin versetzt. Ich habe es noch geschafft. Mit einem Schnitt von müsste so 2,9 sein. Also es ist jetzt nicht so das Überskiller-Teil-Zeugnis, ne? Aber es ist voll und ganz in Ordnung. Und ich habe es auch nicht besser erwartet. Beziehungsweise ich habe es auch nicht schlechter erwartet. Ich habe es genauso erwartet, wie es geworden ist. Zumal die Lehrer meistens die Noten sowieso schon ein Tag oder so ein paar Tage davor halt schon sagen, ja, du bekommst hier, ne, die Note. Ich denke mal, das verstehst du. Dass du schon scheiße warst, verstehst du, denke ich. Ja, genau. Also ich habe... Ich kann das ja mal sagen, also ich habe 2,4, 9,3, glaube ich, oder so, und 3,2, also nur im Mittelfeld. Keine 1 dabei, aber auch keine 5 und keine 6, also ist das auch egal. Wer braucht schon 1er? Puh. Ich meine, in Sport könnte man theoretisch schon eine 1 schaffen, aber naja. Wenn man einen Cooper-Test macht, dann nicht unbedingt. Zumindest, wenn man ich ist. Ich ist. Okay.
Weil irgendwie Dauerlauf und so, ah Gott, das mag ich gar nicht, das mag ich gar nicht. Im ersten Halbjahr hatten wir noch Touren, das ist wenigstens was, was mir liegt. Da kann ich skillen, Alter. Da kann ich skillen. Aber ansonsten in so Dauerlauf-Konditionszeugs, nee, da bin ich nicht so gut. Und auch, na, in Ballsportarten geht's eigentlich schon, da bin ich nicht schlecht. Was war das denn gerade? Das sah irgendwie komisch aus. Und warum hat der Erste immer so einen fetten Abstand? Ich habe so das. Wow. Ich habe so das Gefühl, ich bin hier Dauerzweiter. Oder habe ich auch nur das Gefühl? Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass ich Zweiter bin. Weil ich. Ja, okay, ich bin auch gerade Zweiter, ne? Aber schon die ganze Zeit in dieser Gruppe. Der Erste ist wahrscheinlich wieder dieser IHSF oder so. So langsam könnte ich die Namen auch mal kennen in der Gruppe, weil ich hier schon 8 Rennen oder so gefahren bin. Ach, das war schon wieder das letzte Rennen von dem Pater. Oh je, die Zeit vergeht so schnell. Ei, ei, ei. Ich muss mal schauen. Vielleicht nehme ich gleich noch ein paar Custom Track Parts auf, beziehungsweise ein oder zwei. Aber dann habe ich keine Themen mehr, weil ich die hier alle schon verpulvert habe. Verdammt. Ja, okay, es war tatsächlich I Hass Forever. Oder so. Na gut, dann würde ich sagen, war's das für diesen Part. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wer ist jetzt im WW? Ist der mir nachgejoint? Stefan? Hallo? Tut mir leid, falls du mir nachgejoint bist. Wenn nicht, dann ist. Nee, dann mag ich dich nicht mehr. Genau. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, Leute, und tschüss.